Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei einem neuen Indie-Titel. Ich glaube, der ist tatsächlich wirklich relativ neu. Und zwar Some Distant Memory. Ich habe nichts Ahnung und das ist eigentlich die beste Idee, um irgendwas zu machen. Optionen kriegt man übrigens erst, wenn man das ein paar Mal gestartet hat. Vielleicht muss man Optionen hier freischalten, ja. So als DLC oder sowas. Ich bin sicher, dass ich neue Spiele haben will. Ja, ich habe keinen Speicherstand. Deswegen können wir da relativ neu anfangen. Vor 300 Jahren ist alles zusammengebrochen. Ach, wieder Endzeit? Gut, ist ja bei Indie-Games eigentlich selten ein Thema. Muss ich klicken oder machst du das selber? Nein, ich muss klicken wahrscheinlich, ne? Die wenigen Überlebenden der menschlichen Rasse leben jetzt in selbstständigen Kolonien, die vor der Blütealge geschützt sind, die den Planeten während des Zusammenbruchs verschlungen hat. Ares, das erfolgreichste dieser Fahrzeuge, wurde ursprünglich als Vorbereitung für ein Leben auf dem Mars gebaut. Die Mission wurde schon vor langer Zeit abgebrochen und Ares sammelt jetzt Wrackteile aus dem Ödland, das einst ihre Heimat war. Du bist einer der Anführer bei diesen Bemühungen, ein Professor und ein ausgewählter Dolmetscher der Aurora Ki, dem Leitstern der Menschheit, der wahrscheinlich Aurora KI wahrscheinlich. Allerdings haben Jahrhunderte das Blütezerfall ihren Tribut gefordert und nur noch wenige Ressourcen übrig gelassen. Du hast das ganze letzte Jahrzehnt damit verbracht, Texte zu lesen, nein, die versunkene Stadt zu finden, eine mystische Objektsammlung alter Erdtechnologie, die irgendwo unter der Oberfläche geschützt vor der Kontamination existieren soll. Aurora sagt, gut, andere würde sagen, ist jetzt Cortana, aber es darf auch nicht so auffallen, sagt, dass du auf der richtigen Spur bist, aber die Zeit läuft uns davon. Hui, wie philosophisch. Professor, hier gibt's nichts. Wir sollten zurück zur Basis gehen. Gib mir 5 Minuten, Commander. Aurora sagt, dass es hier ist. Wir müssen nur etwas suchen. Die Chancen, die Stadt zu entdecken. Achso, jetzt muss ich wieder so Hightech-Dingenskirchen machen, ne? Die Chancen, die Stadt zu entdecken, liegen bei 16,667%. Habe ich toll gemacht, ne? Nur 16%? Das ist mehr als das, was ich trinke. Das ist wesentlich höher als der Durchschnitt. Da, da, da. Ist dir bewusst, dass sich ein Blütesturm nähert? Was? Nein, nicht jetzt. Aurora, kannst du die wichtigen Details bitte an deinen Dolmetscher weiterleiten? Ein mäßiger Blütesturm nähert sich, Professor. Kategorie 1, geschätzte Dauer bis zum Erreichen der Höchststärke 4 Stunden. Wenn Sporen auf dem Rover landen, frisst die Blüte ihn auf. Ich würde es eines Tages gerne nach Hause schaffen, Professor. Du weißt, was diese Expedition für Ares und Noah, unser beider Zuhause, bedeutet. Aurora sagt, dass es hier ist. Wir müssen nur etwas suchen. Nur noch 5 Minuten, Professor. Danach solltest du besser abfahrtsbereit neben mir im Rover sitzen. Abgemacht? Abgemacht. So. Wir können uns bewegen. Okay. Wir können uns vielleicht schneller bewegen. Untersuchen. Scan abgeschlossen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Exenozid, Stickstoff, Kiesel, Erde, Kalkspat. Dies ist eine amerikanische Plantane oder Plantanus ossidialis. Ich erkenne leichte Anzeichen von Versteinerung. Geschätzter Todestag vor 325 Jahren. Dieser Baum ist vor dem Zusammenbruch gestorben. Vor der Blüte. Ist das eine Überraschung? Die meisten Bäume, die ich finde, wurden von der Blüte getötet. Immer wenn Aurora einen Baum scannt, hoffe ich, ein kleines bisschen Leben zu finden. Ich würde alles geben, um einen Baum zu sehen, bevor ich sterbe. Die Chancen stehen schlecht. Der letzte Baum bei Noah starb lange vor meiner Geburt. Ares hatte von Anfang an keinen. So. Bravo. Die Welt ist am Arsch. Und wir scannen jetzt alles, oder was? Aluminiumdose, erkenne schwere Blütekontamination. Das ist ein toller Fund.
Wieso? Gehst du jetzt recyceln? Kriegst du jetzt Pfand oder? Eine alte Dose kontaminierter Müll findet man überall, Professor. Das ist ein Zeichen. Wo es Müll gibt, gibt es auch Menschen. Nö, ist klar. Es hat so ein bisschen was von, weiß ich nicht, No Man's Sky? Planetenjogging oder so? Fortschrittliche Prä-Zusammenbruch-Technologie entdeckt. Das musst du dir ansehen, Commander. Das ist eine Art Artefakt. Oh nein! Startet jetzt das Game. Geht's jetzt los? Aurora, oh nein, nein. Sei bitte nicht kaputt. Doch, bitte. Man muss sich nicht synchronisieren. Aurora, bitte initialisieren. Aurora, Initialisierungsfrequenz. System aktiviert. Sys-Check 100%. Mem-Check 100%. Sauerstofffilter 88%. Aurora, Small Core 86%. Link zum Rover, down. Oh, danke, NASA. Du bist... Versuche, Verbindung, wie wieder herzustellen. Etwas unterbrochen. Schlechte Lichtbildbedingungen erkannt. Verstärke tragbare Laterne. Commander T, kannst du mich hören? Aurora, führe einen Verbindungstest durch. Diagnose läuft, teste Signalstärke. Verbindung nicht verfügbar. Wo liegt das Problem? 5G? Die Antenne wurde irreparabel beschädigt. Wäre es möglich, die Kommunikation wiederherzustellen, wenn ich eine Ersatzantenne finde? Geschätzte Erfolgsrate bei der Wiederherstellung der Kommunikation 81,6%. Natürlich unter der Annahme, dass ich vorher nicht sterbe und sie einbauen kann. Neue Berechnung, geschätzte Erfolgsrate bei der Wiederherstellung der Kommunikation 97,2%. Halte dich bitte an die Annahme, Aurora. Okay. Ich kann schon wieder was untersuchen. Scan abgeschlossen. Unbekanntes Objekt, erkenne Holz, Kiefer, Baumwolle, Stahl, Polyurethan und Latex. 0% Blütekontamination. Ich bin auf diesem seltsamen, weichen Ding gelandet. Warte, Aurora, sagtest du 0% Kontamination? Korrekt. Erkenne Holz, Baumwolle, Stahl, Polyurethan. Deaktiviere die detaillierte Zusammensetzung. Danke. Ja, Professor. Ich würde gerne einen Bereichsscan durchführen. Suche nach Spuren der Blüte. Keine Blütekondition in deiner aktuellen Umgebung gefunden. Sehr seltsam. Diese Höhle ist sauber. Erhalten. Wenigstens sterbe ich nicht, wenn ich der Blüte ausgesetzt war. Weil ich der Blüte ausgesetzt war. Okay. Jetzt machen wir den Super-Analysator. Das ist das Ding, das ich an der Oberfläche gefunden habe. Eine Infi-Edge-Mobilgerät, hergestellt im Jahre 2013. Ein älteres Modell. Können wir das bergen? Nein, Professor. Korrosion durch die Blüte hat das Objekt nutzlos gemacht. Was ist mit der Antenne? Befindet sich in dem Gerät eine? Ebenfalls durch die Blüte zerstört. Es wäre auch zu schön gewesen. Scan abgeschlossen, Papier, Spuren von Graphit. Ich kann mir keine Welt mit so vielen Bäumen vorstellen, dass man Papier einfach wegwerfen kann. Kannst du es lesen? Die Symbole sind zu unleserlich, um sie zu rekonstruieren. Die Feuchtigkeit in dieser Höhle muss es über die Jahrhunderte verwaschen haben. So, kann man jemals mal scannen? Okay. Kann man. Wer bist du denn? Was bist du? Unglaublich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Was ist das, Aurora? Künstlich, hauptsächlich aus Stahl, Rost verursacht von natürlichen Oxidationen. Was machst du hier, seltsame Person? Wer hat dich hergestellt? Künstler und Künstler unbekannt. Der Commander würde es lieben. Er mag die Kunst vor der Zeit des Zusammenbruchs. Hast du das gescannt, Aurora? Wir müssen sie ihm zeigen, wenn wir wieder zurück sind. Ja, Professor. Ja. Haben wir da eine Tür? Sonst ist hier nichts. Aurora, ist das hier ein Gebäude? Ja, Professor. Das hier scheint der obere Teil eines mehrstöckigen Familienhauses zu sein. Ein Haus unter der Erde? Unberührt von der Blüte? Ich erkenne einen Anstieg bei deinem Puls und deiner Atmung. Ist alles in Ordnung, Professor? Es geht mir gut, Aurora. Es geht mir gut. Ich dachte nur, dass wir niemals...
Wir haben so lange gesucht. Unsere Suche nach der versunkenen Stadt hat 3643 Tage gedauert. Ganz genau. Ist das nicht aufregend? Wenn ich Emotionen empfinden könnte, Professor, wäre ich wahrscheinlich aufgeregt. Toll. Worauf warten wir noch? Okay. Ich weiß immer noch nicht, was ich das halten soll. Ist das so eine Art Survival-Adventure oder so? Ich weiß es noch nicht. Ist mir im Augenblick ein bisschen sehr textlastig, um mal ehrlich zu sein. Aurora, bist du noch da? Ja, Professor. Alle Systeme arbeiten im normalen Bereich. Sogar mit der Laterne ist es noch dunkel. Wir sollten nach Lichtquellen scannen. Zimmerscan verfügbar. Lichtquelle erkannt, aber kein Strom. Gibt es Blütekontamination? Nein. Und Lebenszeichen? Keine gefunden. Fürs Protokoll. Ich bin, nicht besonders anmutig, in einem Haus aus der Zeit vor der Zusammenbruch angekommen. Vor 300 Jahren. Haben Menschen hier gewohnt. Stellen wir eine Kommunikation mit dem Commander wieder her. Hat irgendwas bei dem Scan vielversprechend ausgesehen? Es wurden elektronische Geräte in diesem Zimmer erkannt, Professor. Mit einem erneuten Zimmerscan könnte man den Standort lokalisieren. Gut, dann fange ich an, indem ich mich auf die Suche nach ihnen mache. So. Dann gucken wir doch einfach mal, was wir hier so haben. Also der Artstyle, der gefällt mir. Das ist kein Thema. Da kann man was machen. Es ist ein bisschen, um es mal nett zu formulieren, sehr langsam. Es ist definitiv eher so ein Exploration-Abenteuer. Zum Schrank höchstwahrscheinlich. Ja, genau. Was für ein verworrenes Chaos. Aurora, ist das das, was du entdeckt hast? Scan abgeschlossen. Netzwerkgerät. Velkin Wireless Electronics. WLAN-Antenne erkannt. Keine legendären Objektsammlung von Technologien, aber wir haben eine Antenne. Da, versuch das. Stelle Verbindung zum Rover wieder her. Commander T, kannst du mich hören? Professor! Du lebst! Geht's dir gut? Ja, und ich kann mich bei Velkin Wireless Electronics bedanken. Velkin? Aurora, kannst du deinen Feed mit dem Commander teilen? Das ist nicht richtig. Ihr habt sie wirklich gefunden? Die versunkene Stadt, die prähistorische Welt, unermesslicher Schätze. Vor 300 Jahren kann man wohl kaum als prähistorisch bezeichnen, Commander. Aber, ja, ich glaube, wir haben sie gefunden. Tolle Arbeit! Also ich will die Stimmung nicht vermiesen, aber ein Strom ist auf dem Weg hierher. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurück nach oben nehmen kann. Ich würde sagen, dass du Glück hattest, dass du den Sturz überlebt hast. Ich kann den Boden von dem Loch sehen, in dem du gefallen bist. Ich kann dich da unter Umständen hochholen. Die Scans zeigen keine Kontamination hier unten. Es besteht keine direkte Gefahr. Vor allem meine Expedition habe ich noch nie einen Ort gefunden, der überhaupt nicht kontaminiert war. Also ist es das erste Mal für uns beide. Warum fährst du mit dem Rover nicht nach Ares zurück, komm mit einem kompletten Team wieder zurück, wenn die Blüte durch ist? Ich bin mir nicht sicher, Professor. Ich bin immer noch ein leitender Commander. Dein dich zurücklassen verstößt, aber mal sowas von gegen das Protokoll. Von meinem Gewissen ganz zu schweigen. Ich habe das Protokoll für die Mission geschrieben, Commander. Keine Sorge. Das ist absolut nicht zu empfehlen. Empfehlenswert, Professor. Abschnitt 12c, Notfall, Trennung der Teammitglieder. Abschnitt 12a, Notfall, Blütesturmkontamination. Abschnitt 20, Ereignis, versunkene Stadt oder antike Ruine entdeckt. Aha. Rohr ist auch nicht bereit, das Protokoll zu brechen. Was wäre, wenn etwas da unten passiert? Versagen des Anzugs, Einsturz des Bodens, Dehydrierung, Mumien. Wenn ich das hier nicht überwache, weiß das Rettungsteam nicht mal, wo es suchen soll. Okay, na schön, schon verstanden. Ich werde scannen, was ich kann, während ich den Ausgang suche. Toll, ich bewege den Rover. Im Osten kann ich einen Felsunterschlupf sehen. Behalte die Leitung offen.
Okay. Moment. Erkennen getrocknetes Öl, unbekanntes Puder, Leinwand, Holz. Das ist ein Gemälde, Professor. Wir haben ein paar davon im Archiv von Noah. Ich habe von Gemälden gehört, Commander. Ares ist nicht so unkultiviert. Sie sind anfällig schwer zu erhalten, sogar ohne die Blüte. Scanne 23, 43, 68, Scan abgeschlossen. Hier konstruiere das Bild, Aurora. Mal sehen, wie es aussah, bevor es zerfallen ist. Das kann sie? Okay. Mal jetzt. Aber scannen. Okay. Und nu? Gut gemacht, Aurora. Es ist noch deutlicher, als ich gehofft hatte. Professor, wie ist das möglich? Magie und Lernalgorithmen. Aber du hast noch gar nichts gesehen. Was meinst du damit? Es gibt noch eine Sache, die ich testen muss, aber zuerst muss ich noch mehr von diesem Zimmer scannen. Jetzt habe ich so ein Bild freigeschaltet. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dieser Welt halten soll. Wie schon, der Artstyle ist cool, aber Erinnerung simulieren. Aha. Machen wir aber. Nicht genügend Daten, um Erinnerungen zu simulieren. Suche nach weiteren Artefakten in diesem Raum. Okay. Okay, also. Infinitep Pro, hergestellt im Jahre 2015. Leider haben wir keinen Weg, es in Gang zu bringen. Wenn wir es zu Ares gebracht haben, können wir es zur Sammlung hinzufügen. Ihr seid echt Glückspilze. Ihr habt funktionierende Computer und Geräte. Alles bei Noah ist so von Hand betrieben. Der Großteil der geborgenen Technik wird dazu verwendet, Aurora am Leben zu halten. Um eure Kolonie online zu bringen, ist Teil unserer Mission. Aurora, hinterlasse eine Notiz. Das ist für die Menschen von Noah. Danke, ein Gerät wie dieses kann Wunder bewirken. Jetzt kann ich Videos im Bett sehen, bevor ich schlafen gehe. Ja. Ich. Das war ein Witz. Das war nur ein Witz. Ja, ja. Gag-Feuerwerk. Ohne Frage. Also das ist eher so Exploration oder sowas, ne? Okay, scannen. Klar. Okay. Ach, muss ich die Bilder auch noch zusammenfügen, oder was? Glaubst du, diese Menschen haben hier gelebt? Davon kann man ausgehen, ja. Aurora hat ihre Gesichter gescannt. Speichert sie alles? Und so viel mehr. Aurora, bau für jede Person eine Identität. Wir untersuchen, wie sie vielleicht gesprochen haben, was sie gemacht haben, wer sie waren. Je mehr wir ihnen zeigen, desto präziser wird sie. Eine Stätte wie diese öffnet ganz neue Welt an Möglichkeiten. Es gibt noch so viel, was wir über das damalige Leben nicht wissen. Es wird Zeit, das zu ändern. Okay. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir zwei, ne? Dann brauchen wir noch eins. Achso, dann ist das... Hä? War das nicht abgearbeitet? Okay, scannen wir auch nochmal. Letzter Wille, Testament von Ada Barron. Ich, Ada Barron, wohnhaft in Houston, Texas und Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, Witwe von meinem Ehemann Ernest Barron, erkläre das hiermit zu meinem letzten Willen und Testament. Ich ordne an, dass all meine Schulden und letzten Ausgaben schnellstmöglich nach meinem Ableben bezahlt werden. Ich autorisiere meinem Stellvertreter, die Hypotheken auf meinem Grundbesitz zu bezahlen. Ich vermache meinen Besitz, sowohl real als auch persönlich, folgenden Personen. Rickon Barron, derzeit wohnhaft in Lakeshore Drive, mein Enkel, erhält die folgenden Besitztümer. Okay. Siehst du die Scans? Letzter Wille und Testament. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ihre Habseligkeiten wurden nicht ihrer Gemeinde zurückgegeben, als sie gestorben ist. Wir müssen die genauen Einzelheiten nicht verstehen. Aurora wird die nötigen Verbindungen herstellen. Sie baut ein Beziehungsmodell, um jedes Artefakt zu kategorisieren. Sie erkennt Beziehungen, selbst wenn wir das nicht tun. Ich habe das auch so ähnlich. Unsere Gehirne sind ähnlich, aber nicht so präzise. Stell dir zum Beispiel eine Dusche vor.
Unser Gehirn holt sofort relevante Informationen, Helferer, stimmt's? Wie das Gefühl von Fliesen unter deinen nackten Füßen. Die Feuchtigkeit in der Luft. Der bittere Geruch von Desinfektionspuder. Der Klang von sprühendem Wasser. Das Stechen von Sand, das auf deine Haut trifft. Das was? Du sagtest also, dass Aurora eine Art lebende Enzyklopädie hat. Sie, ja, nah dran. So, jetzt kann ich mir das bestimmt angucken. Dann simulieren wir doch mal. Ich habe so lange gewartet. Aurora, Erinnerung wiederherstellen, an dieses Zimmer anpassen, nutze alle gescannten Artefakte. Echograph aktiviert. Identifiziere Einheiten, verknüpfe Artefakte. Was ist los? Sieh dir das an. Anna, findest du nicht hier etwas... Findest du hier nicht etwas trostlos? Trostlos, Ernest? Ja, Schätzchen, trostlos. Wir haben hier nicht mehr so frisch gestrickt seit. Verarbeite Erinnerung, Echograph-System voll ausgelastet. Hervorragend, Aurora. Versuche es weiter. Sind das Geister? Ich bezeichne sie gerne als Erinnerung. Wir sehen vergangene Ereignisse aus diesem Zimmer. Das ist ein Modul, das ich für Aurora entwickelt habe. Es nutzt ihre Fähigkeit, Dinge vorherzusagen, zu projizieren, zu simulieren und zu analysieren. Diese Unterhaltung ist wirklich passiert? Meldest du dich gerade freiwillig, um das Zimmer neu zu dekorieren, Schatz? Natürlich nicht, Ada. Du bist die Künstlerin, nicht ich. Also, als die hier lebende Künstlerin habe ich gerade eine Idee. Warte, nicht so schnell. Ich meine, wir sollten jemanden anheuern. Ah, jetzt kann ich sehen. Es wird lebhaft. Lebhaft und voller Licht. Nein, Schatz, wir holen uns einen Maler. Einen Maler. Ich bringe ein neues Werk aus dem Studio. Ich nehme es mal raus, dass diese alte Statue ausfliegt. Dann werde ich lernen, meine große Klappe zu halten. Warte, wir entsorgen die Statue. Endlich kann ich die Nacht ruhig schlafen, ohne diesen Wasserspeier, dass dieser Wasserspeier über mich thront. Das ist der Bischof der Träume, Ernest, kein Wasserspeier. Der kleine Rikin wird wütend sein. Er liebt die Statue. Hey, das ist es. Wir bringen sie nach draußen. Die frische Luft ist gut für die Atmung und der Junge kann an einem Ort spielen, wo wir ihn im Auge behalten können. Das ist meine reizende Idee. Naja, es ist ein reizendes Kunstwerk. Oma, Opa, die Drachen kommen. Hey Ricky, wir haben gerade von dir gesprochen. Haben deine Ohren geklingelt? Meine Ohren? Wie wäre es mit Mittagessen, Drachentöter? Erinnerung vollständig. Professor, das war das Faszinierendste, was ich je gesehen habe. Das ist das Versprechen der versungenen Stadt, Commander. Eine Chance, die Vergangenheit neu zu entdecken, woher wir kommen. Und dazu sind lediglich Unmengen an Daten erforderlich. Unmengen an Daten. Worauf warten wir noch? In diesen Ruinen muss es Tonnen historischer Daten geben. Finden wir heraus, was es mit diesen Menschen passiert ist. Die Untersuchung von Artefakten in anderen Gebieten startet zusätzliche Projektoren. Gut, dann erkunden wir mal weiter. Ja, ich glaube, das reicht so als erster Versuch. Auch da gibt es den nächsten Raum. Na komm, da können wir mal noch reingehen. Es ist schwer zu sagen, wie groß dieser Ort ist. Ich werde Ihnen helfen, zurückzufinden, Professor. Ruf bitte deine Karte auf. Oh, wir haben eine Map. Aha. Zusätzliche Zimmer werden markiert, wenn du sie betrittst. Ich werde den Fortschritt vom Rover aus überwachen. Von hier aus kann ich Hindernisse markieren und auch potenzielle Zugänge. Außerdem werden auch noch nicht betrachtete Erinnerungsknoten markiert. Sehr nützlich. Vielen Dank euch beiden. Pass auf, wo du da hintrittst. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt. Ja, ich denke, wenn ihr mehr sehen wollt, dann haut das mal in die Kommentare. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Den Artstil mag ich ganz gut. Die Dialoge finde ich ein bisschen hölzern. Die finde ich jetzt ein bisschen... Die gewinnen jetzt nicht unbedingt einen Entertainment-Preis. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich da wirklich stundenlang und tagelang archäologisch betätigen würde. Das weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht ist das ja für euch was. Und haut mal einfach in die Kommentare, was ihr so denkt.
Ja, ich bin euer Mr. Venom 1974. Vielen Dank für die Leute, die mir den Key gestickt haben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Also, ne? Abonnieren, kommentieren, bewerten. Bla, ihr kennt den Kack, ne? Bis dann.